Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute teile ich euch noch ein neues Video. Und zwar, es geht um Fakte und Tabelle mit OpenOffice Writer. Und von daher zeige ich euch, wie Sie eine Tabelle so anfügen können und auch formatieren können. Also in den nächsten Teilen fügen wir einfach eine Tabelle hier. Wir geben einfach die Anzahl von Spalten. Wir können zum Beispiel 3 Spalten oder 4 Spalten nehmen. Und wir können einfach viele andere Zeilen einfach anfangen. Und sofort wird einfach unsere Tabelle angefügt. Und wir können sofort loslegen, indem wir unsere Tabelle bearbeiten. Und zwar, wir können zum Beispiel unsere ganze Tabelle markieren und damit anfangen zu arbeiten. Also von daher, ja, haben wir die Möglichkeit, auch hier oben unsere Tabelle einfach anzufügen, wie Sie einfach auch sehen, wir können die Tabelle hier anfügen. Und also ich zeige euch erstmal, wir haben viele Möglichkeiten, wie wir einfach die Tabelle anfügen können. Wir können hier oben klicken und dann sagen wir, wir wollen die Tabelle anfügen und sofort kommt diese Box hier und dann können wir einfach hier angeben, wie viele Tabelle wir haben wollen und die Zahlen können wir auch angeben und von daher klicken wir einfach auf OK und die nächste Tabelle ist da. Oder wir sagen, ja, wir wollen eine Tabelle haben und wir klicken sofort hier, also nee, sofort da und dann können wir einfach die Anzahl von Spalten und die Anzahl von unsere Zeilen einfach angeben und sofort wird die Tabelle hier angefügt. Und wenn die Tabelle da ist, dann können Sie einfach sofort anfangen zu arbeiten und von daher haben Sie einfach alle Eigenschaften und wir wollen zum Beispiel die erste Tabelle bearbeiten. Wir markieren zum Beispiel, wir können entweder manuell markieren oder ganz normal hier die Tabelle einfach markieren. Und Sie sehen schon, die Tabelle ist schon markiert worden. Und wir können zum Beispiel die Umrandungen einfach ändern, indem wir einfach in unserer Linie hier aussuchen. Und wir können auch die zweite Tabelle genau, bei der zweiten Tabelle genauso machen. Oder bei der ersten Tabelle genauso erstmal markieren. Ganz normal markieren. Die ganze Tabelle markieren. Und die Umrandung wählen wir eine andere Art. Und sofort sehen Sie einfach, wie es geworden ist. Und bei der dritten Tabelle können Sie auch genauso entweder markieren Sie einfach ganz manuell, wie wir einfach auch markieren, und dann gehen Sie einfach hier oben mit der Linie und dann suchen Sie sich eine Linie, die euch so am besten gefällt, dann machen Sie ab. Und die Farbe können Sie auch natürlich auch ändern, also wir suchen eine ganz normale Farbe und bei der zweiten Tabelle machen wir mit anderer Farbe und von daher geht es einfach ganz, ganz simpel. Und also wir machen bis hier die zweite Tabelle und die Farbe wird einfach ganz anders. Wir nehmen eine ganz andere Farbe hier und wir können auch die Umrandung einfach aussuchen. Wir haben verschiedene Modelle hier, Stil einfach hier. Wir nehmen zum Beispiel diesen Stil hier und die Hintergrundfarbe können wir auch einfach ändern, indem wir zum Beispiel die schwarze Hintergrund nehmen und es wird einfach sehr schön. Und bei der dritten Tabelle können wir auch genauso. Wir bleiben bei der ersten Tabelle, weil es wird einfach ganz simpel für uns, mit einer Tabelle zu arbeiten. Wir schreiben zum Beispiel, die Hintergrundfarbe haben wir nicht bearbeitet, aber wir können das auch sofort machen. Wir können auch in Schwarz lassen, es wird auch sehr schön und so ist unsere Tabelle. Sie sehen schon, wie es einfach sehr schön ist. Dann können Sie einfach die Daten reinschreiben, Sie können zum Beispiel einen Text schreiben, zum Beispiel Keller und hier Muster. Und Sie können einfach mit diesen Tasten einfach hin und hier springen, wo Sie wollen. Sie sehen einfach hier, also auf der Tastatur gibt es diese Tasttaste und dann können Sie einfach überall hinspringen und schreiben, was Sie einfach wollen. Also wir können zum Beispiel D aufschreiben, wir können zum Beispiel Daten nochmal schreiben oder wir können andere ganz normale Daten auch nochmal schreiben. Und von daher haben wir viele Möglichkeiten. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Sache sortieren wollen, dann markieren Sie erstmal und dann können Sie einfach hier kommen, diese sortieren, dann können Sie einfach sortieren, wie Sie wollen, zum Beispiel in der Reihenfolge aufsteigen oder absteigen, können Sie auch, wir wollen jetzt aufsteigen, dann drücken Sie einfach auf OK und dann sehen Sie, die Sachen haben sich geändert. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, hier oben auf Tabelle zu gehen und zum Beispiel sagen, ja, wir wollen zum Beispiel unsere Tabelle sortieren. Und das ist einfach hier, das Menü ist hier. Von daher können Sie auch ganz normal machen. Und es wird schon. Und von daher, Sie haben auch die Möglichkeit, die Tabelle zu verbinden und zu trennen. Aber in den nächsten
In meinem Video habe ich schon gezeigt, wie man das all das macht, und heute möchte ich damit arbeiten. Und in der zweiten Zeile möchte ich auch noch zeigen, Sie können auch ein Bild da anfügen, wie Sie wollen. Zum Beispiel gehen wir und suchen wir ein Bild aus unserer Datei, und dann können wir zum Beispiel dieses Bild hier anfügen, und sofort kommt das Bild, und Sie können einfach das Bild positionieren. Also das Bild ist sehr groß, oder natürlich können Sie nochmal das Bild verkleinern, wie Sie wollen, und von daher alles geht einfach ganz simpel. Und von daher zeige ich euch jetzt, wie Sie einfach diese Sachen, ja, ein Text zum Beispiel, Sie wollen zum Beispiel diesen Text drehen, also, und wissen Sie nicht, wie Sie das machen können, dann gehen Sie auf Format und dann gehen Sie auf Zeichen, und hier haben Sie die Möglichkeit, einfach den Text einfach zu drehen. Wenn Sie zum Beispiel in 90 Grad drehen wollen, dann drücken Sie einfach auf 90 Grad und dann wird einfach gedreht. Also Sie merken schon, wie der Text gedreht ist, 90 Grad. Bei der zweiten wollen wir einfach mit 72 Grad einfach drehen, und dann haben wir auch die Möglichkeit, und dann können wir einfach drehen. Natürlich können Sie einfach auch Ihren Text zentrieren, wie Sie einfach wollen. Also wir markieren zum Beispiel, wir wollen zum Beispiel die beiden zentrieren, und es ist jetzt in der Mitte. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, einfach hier, ja, alles zu machen, wie Sie einfach wollen, und von daher auszurichten. Und die Schriftgröße können Sie auch natürlich größer machen, wie Sie einfach wollen. Bearbeiten Sie, und die Schriftfarbe können Sie natürlich auch ändern, wie Sie wollen. Und von daher, alles ist einfach möglich. Bearbeiten Sie einfach die Sache ganz normal, wie Sie einfach Ihr Text oder alles bearbeiten. Und von daher ganz, ganz einfach. Und was wollte ich nochmal zeigen? Natürlich können Sie auch weitere Zeilen anfügen, indem Sie einfach hier draufdrücken oder weitere Sparte einfach da anfügen, wie Sie einfach wollen. Und natürlich können Sie auch mit dem Text einfach markieren, also ältere Zeile einfach hier einfach ausrichten, ganz oben oder ganz vertikal zentrieren oder ganz unten zentrieren. Also, oder Sie können ganz normal hier zentrieren, wie Sie einfach wollen. Und die Tabelle können wir auf normale Weise zentrieren, wie wir wollen. Um das zu machen, gehen wir einfach auf unsere Tabelle Eigenschaften, und hier können wir einfach unsere Tabelle einfach auf zentriert machen, und dann können wir einfach die Abstände von links, von rechts und oben angeben. Wenn wir fertig sind, dann ist alles ganz in Ordnung. Also, und wenn ich habe das auch in meinem eigenen anderen Video einfach schon gezeigt, und von daher ganz, ganz einfach. Und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, mit Vorlage zu arbeiten, und von daher haben wir sehr viele Vorlagen, die Sie einfach hier sehen. Wenn Sie zum Beispiel solche Vorlage haben wollen, dann drücken Sie einfach auf OK, und es wird einfach ja, geändert, und von daher ganz, ganz simpel auch. Also ich markiere nochmal. Wir wollen die ganze Tabelle zum Beispiel als Formatvorlage, also diese Power, benutzen, und dann drücken wir drauf, und sofort sehen Sie, die Tabelle ist ganz anders geworden. Aber wenn es euch nicht so gefällt, dann könnt ihr einfach sofort zurückgehen, und die Tabelle bleibt einfach wie es ist. Und natürlich können Sie auch den Hintergrund von jeder Zelle sogar bearbeiten, wie Sie einfach wollen. Und von daher habe ich euch schon gezeigt, also es wird einfach ganz, ganz gut. Also hier auch können Sie auch ändern, wie Sie einfach wollen. Einfach markieren und dann einfach ändern, wie Sie einfach wollen. Also eine andere Farbe wird da kommen. Und natürlich mit dem Bild. Und mit dem Bild appelliere ich euch wirklich, meine vorigen Video wirklich zu gucken. Das ist sehr, sehr schön, weil ich habe dort sehr viel erklärt über über das Bild. Und von daher Grafik und Bilder, das ist einfach mein Bereich. Und von daher können Sie auch alle anderen Videos angucken. Auch mit GIMP habe ich auch schon erklärt. Und von daher freue ich mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben.